Zum Auftakt in die neue Spielzeit stehen sich direkt mal zwei Tabellennachbarn der abgelaufenen Saison gegenüber. Die heimischen Recken aus Hannover gegen den VfL Gummersbach. Die Gäste haben sich im Sommer super verstärkt. Einer der neuen er hier, Konton Mahege, kommen vom ungarischen Spitzenteam aus Veszprém und sofort mal im Brennpunkt. Zunächst das Bundesliga-Comeback-Tor, Kategorie sehenswert. Dann aber mit Foul gegen Marius Steinhauser, zwei alte Kumpels ja aus gemeinsamen Flensburger Zeiten. 2 Minuten für den Franzosen, es sind keine 10 Minuten gespielt und Mahé ist schon voll angekommen in der Liga. 4 Tore sind es am Ende für ihn. Steinhauser hier in der Wiederholung trifft sogar zweistellig. 10 Treffer, Top-Torschütze dieses Spiels. Kein Team kann sich auf mehr als 2 Tore absetzen in Hälfte 1. Die Führung wabert immer wieder hin und her. Gummersbach tut sich etwas leichter im Angriff. Der Rhythmus wirkt besser, gefühlt schon alles etwas eingespielter. Hannover hingegen mit langen Ballbesitzphasen muss viel investieren und bekommt wenig leichte Tore wie hier. Es bleibt aber dabei. In den ersten 30 Minuten hat Hannover immer wieder passende Antworten parat. Es bleibt eng, es bleibt spannend. Mit Unentschieden geht's in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel, dann aber 4 Gummersbacher Tore in Folge. Der Grund, der Altmeister stabilisiert seine Abwehr, packt hinten nochmal besser zu. Und dahinter ein weiterer Neuzugang neben Mahé, Dominik Kuzmanovic. Kroate, der die Deutschen bei der EM Anfang des Jahres schon zur Weißglut getrieben hat. Er spielt im Grunde ganz genauso, wie man es erwartet hat. 19 Paraden von ihm, über 40%. Es ist ein Wahnsinn, was dieser Kerl hält. Das sind einfach Top-Werte. Hannover rennt dem Rückstand hinterher. Das ist kräftezehrend. Und leichte Tore wie dieses hier, absolute Mangelware. Ganz anders Gummersbach. Immer wieder leichtere Tore. Eine Kreuzung und die gesamte Hannoveraner Abwehr ist ausgehebelt. Die Leistungen Hälfte 2 klar pro VfL. Der Mann, über den am Ende wahrscheinlich am meisten gesprochen wird, ist der Rückkehrer. Konton Mahé vorne im Angriff, kreativ, gleichzeitig durchschlagskräftig, eine absolute Top-Verstärkung. Er fliegt am Ende mit 3x2 Minuten noch vom Platz, aber er wird's verschmerzen können. Seine Gummersbacher gewinnen am Ende verdient mit 32 zu 28 in Hannover. Eine stabile Abwehr, Grundlage für diesen Erfolg. Noch mehr Handball gibt's übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's.